So, Kamera läuft, wunderbar. Ah, jetzt sehe ich. Tom, sag mal was. Servus, grüß Gott. Darfst ruhig lauter reden dann. Okay, alles klar. Gut. Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, wunderschöner Frühlingstag mit Schneefall. Der Tom ist bei mir zu Besuch im Lager. Wir machen einen Overnighter und haben uns gedacht, wir reden mal ein bisschen über Bushcraft-Gear. Und zwar geht es um ist ja die Serie, was ich mir wieder kaufen würde. Wenn ihr wissen wollt, was wir so euch zeigen, Tom hat auch was vorbereitet, dann bleibt dran. So Leute, tja, was habe ich dabei? Was ist mein liebster Bushcraft-Artikel, den ich wieder kaufen würde? Ganz nüchtern, das Light My Fire Mora-Messer. Ist ein wunderbar scharfes Messer. Ich habe es wirklich schon hardcore-mäßig benutzt. Also auch Holz gespaltet damit. Und mein erster Feuerstahl, der ist sogar schon durchgebrochen. Ich habe mir einen nachgekauft. Also von dem her sieht man auch tatsächlich, ich würde es mir wieder kaufen. Das kriegst du ja als Ersatz wieder. Ja, ist einfach praktisch. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt an dem Messer, ist eigentlich so die Hülle. Die finde ich nicht so toll. Tut aber seinen Dienst, fällt nicht runter oder so. Aber das mit dem Clip, naja, ist halt, also eigentlich mache ich mir das nie an Gürtel hin, sondern habe es immer so nebenbei liegen, dass ich mir ein Fleisch schneiden kann oder eben mal schnell was anzünden kann. Ein Drangia-Kocher etc. Das ist so wirklich eins meiner liebsten Ausrüstungsgegenstände, das ich auch tatsächlich immer dabei habe. Kurz gesagt, ist nichts Besonderes. Das war jetzt ein Artikel. Tom, was hast du dabei? Ja, ich bin auch Morianer. Hier das Mora Garberg. Für mich eines der besten Outdoor-Messer, was ich bis jetzt in den Händen gehabt habe. Also ich habe jetzt schon von Freunden und Bekannten viele tolle Messer mit Holzgriffen, mit allem Shisha-Schuh, mit groß, mit klein, Neckknife. Wo der kleinste gemeinsame Nenner seit 4, 5 Jahren, glaube ich, ist jetzt das Garberg wirklich für mich. Viele kennen es ja. Ganz klassische Bauweise hier. Du hast halt deinen Scandi-Schliffen mit drauf, du hast einen rostfreien Stahl drauf. Das ist jetzt schon ein ziemlich abgefucktes Messer, sage ich jetzt einfach mal. Man sieht hier das Lanyard auch schon dreckert wie die Nacht. Bei mir auch, also. Ja, Aber es ist halt Gebrauchszeugs, ne? ja. Das wird halt genutzt. Ja, und für mich war das Mora Garberg immer ein sehr, sehr guter Kompromiss dahingehend, weil ich ein Messer habe, was nicht zu schwer ist, was nicht zu teuer ist und wo ich halt alle Sachen drin habe, die ich brauche. Was ich brauche, ist ein Fulltang-Messer, das aber kein halbes Kilo wiegt, sage ich jetzt mal, ja. Das liegt für mich von der Klingenergonomie sehr, sehr gut in der Hand. Mit dem Messer kann ich alles machen, was ich hier draußen brauche. Ja? Ich kann zum Beispiel das Lanyard zum Beispiel hier in die Hand nehmen und kann dann so entasten mit Schwung. Ja, das halte ich dann hier unten. Super Sache. Ich kann das Lanyard auch hier so nutzen, um das halt einfach nochmal zu fixieren, wenn ich schwerere Arbeiten habe. Es ist leicht zu schärfen. Ich habe das jetzt gefühlt irgendwie erst 10-mal nachgeschliffen oder so, jetzt in den 4, 5 Jahren. Wie gesagt, ich habe hier hinten den Nackel noch mit drauf, damit kannst du halt deinen Feuerstahl anreißen, wenn du es so machen willst, sonst kannst du es hier oben machen. Der Schliff ist sehr, sehr gut, muss ich dahingehend sagen, wenn du jetzt schnitzen willst. Du hast hier diese leichte Griffmulde, du kriegst hier auch Power mit drauf. Wenn nicht, gehst du hier vorne nochmal mit drauf und kannst hier einfach schön schnitzen. Du kannst aber auch mal eine Zwiebel schneiden, sage ich Naja. jetzt mal. Bin ich absolut zufrieden. Die Hülle hier an der Seite ist halt ähnlich wie beim Bernd, das klassische Ding. Da gibt es ja dieses Multi-Mount-System. Das muss ich sagen, das finde ich gar nicht mehr bei mir, sondern weil ich nur das eine Ding habe. Ich habe das Ding mit dem Lederriemen Geht das dran. bei dem auch drauf da? Ich glaub nicht. Ich probier mal. Doch. Ja, Tatsache. Problem gelöst. Das Ding absägen hier, das Hässliche da, den Clip. Ja, krass. Und dann passt die Sache. Ja. Gibt es ja auch einzeln zum Nachkaufen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt kein Freund von Techlocks, Grips oder sonst irgendwas. Na, Schmarrn. Ich wollte schon sagen, was macht er denn jetzt? Das Coole an der ganzen Sache ist, wenn ihr das Messer auch mal im Camp benutzen wollt und setzt euch dann hin, dann tut sie hier noch einen Karabiner hin und mit dem Karabiner baumelt das hier so ein bisschen rum. Passt sich dann halt auch der entsprechenden Ja. Sitzposition an. Also muss ich Perfekt. sagen, super zufrieden und das wird mich noch viele, viele Jahre begleiten. Leute, die dieses Produkt kennen, wissen sofort, das ist die Tatanka Bowl. Bei mir ist sie leider nicht mehr rund, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich im Schlaf mal draufgelegt, ich weiß es nicht. Das muss ich Ich habe die sagen. auch. Die ist genial.
Also ich muss sagen, ich habe Titanpfannen, ich habe Pfannen mit Beschichtung und sonst irgendwas. Aber irgendwie koche ich doch, also brate ich meine Steaks, meine Würstel eigentlich immer nur noch mit dem Ding, weil das ist furchtbar leicht. Ja, das ist easy peasy mit dem. Kannst du rum, da genau, rollen die rum und. Ganz genau. Und ihr seht es ja jetzt hier auch. Das Ding hat schon mal bessere Zeiten erlebt, ne? Also, also mit Wildschweinen verteidigen musste ich mich damit noch nicht. Aber im Endeffekt für mich ein toll, tiptop Anfänger-Gegenstand. Hier, ja. Ja, also ist ja auch nicht teuer. Das Ding ist ja gut zu haben. 15, 20 Euro oder so. Nee, das weniger. Ja, echt weniger. Also zwischen 12 und 15 Euro. Ja, ja. Und robust, das kannst du auch mal so an den Rucksack hinhängen, wenn du magst oder wenn es dreckert ist, keine Ahnung. Ja. Und ich habe da eigentlich immer ganz gute Bratergebnisse. Ja. Ich auch. Ja, du kannst halt dahin brutzeln und musst dich nicht groß kümmern. Ja. Meine ist jetzt zwar noch ein bisschen silberner, also glänzt noch ein bisschen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und das richtig gereinigt. Was ich halt noch empfehle, ist bei dem Gebrauch, oftmals passiert es halt, dass man das irgendwie ein bisschen ungeschickt auf dem Hobo drauf packt oder aufs Feuer. Wegen der runden Form unten, dass es so ein bisschen reinrutscht, oder? Nee, dass so. Der Griff immer so heiß wird. Ja, der wird heiß. Aber auf dem Spirituskocher tust du ihn halt nicht mittig platzieren, sondern ein bisschen nach außen und dann passt. Oder ihr habt ja eh alle Lederhandschuhe oder sonst irgendeinen Kram dabei. Und dann kannst du da auch schön brutzeln und wie gesagt, heute Abend, beziehungsweise heute Nachmittag, gibt es jetzt auch ein paar Steaks und Würstel da drinne. Kommt auf dem Robo, klappt. Klasse. Mache ich auch, aber ich habe wieder meinen Trangia heute dabei. Ja, super, das ist cool. Perfekt. Ding, ja. Ja. Ja, wunderbar, Tom. Haben wir sonst noch was, wenn wir schon da sind? Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Ich hätte eigentlich so viele Sachen, aber ja. Das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen vom Video sprengen. Ich finde das ganz genau. Gut, wenn man so jeder ein, zwei Gegenstände mal vorstellt. Richtig, dass die Sendung weitergeht. Und mein Evergreen hier, der Biwaksack, selbstsprechend. Ja. Gut, das war's eigentlich soweit. Ja. Tom, wir machen uns jetzt noch eine schöne Zeit. Es gibt auch ein Video. Tom hat einen eigenen YouTube-Kanal, möchte ich auch noch erwähnen, waldenzeit.de genau. Oder nee, Waldenzeit. Also Waldenzeit ist der Kanal auf YouTube und der De Blog ist der Blog. Genau, genau. Vollkommen richtig. Lass mal was verwechseln. Unten ist der Link drin oder oben in der Ecke, wie ich Lust hatte. Kommt immer drauf an. So mag ich das. Der Herr Woodpecker. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und beim Tom. Servus, grüß euch. Servus, ciao.